just make me crack. Hallo Leute, willkommen zurück. Ich bin's immer Jan und ja, es gibt wieder, oder es geht weiter mit Dragon Ball Rating Blast 2. Ja, wir sind immer noch bei Videl. Wir kämpfen jetzt gegen Broly und zwar ist es ein ultimativer Kampf. Bin ich ja mal gespannt, weil Broly ist da gerne mal ein bisschen sehr OP. Zumindest in Super Saiyan 3, wie es jetzt bei dem normalen Broly ist, weiß ich gar nicht. Werden wir aber sehen. Vor allem, er wird sehr viel stärker, wenn verbleibende Gesundheit bei 2 ist und er aktiviert auch wie eine Seele, wenn verbleibende Gesundheit bei 2 ist. Und ja, damit kann er natürlich dann schöne Kombos reißen. Gut, dann würde ich einfach mal sagen, gehen wir mal kurz Objekte. Mal kurz gucken, haben wir noch was? Jo, wir können 10 Punkte, das ist natürlich sehr nice. Da werden wir, ah, oh, ich glaube Gesundheit kann man, oder? Warte, Verteidigung war es, glaube ich. Ja, Gesundheit S. Ja komm, ist besser als gar nichts. Ich denke mal, gegen den Kampf ist es jetzt nicht schlecht, eher auch Verteidigung zu nehmen, anstatt nur Angriff. Beziehungsweise halt Leben, aber ist halt bei Verteidigungsobjekten, deswegen. So, ja, müsste passen so. Gut, Superangriffe nochmal schnell gucken, aber ich denke, da hatten wir auch nichts mehr. Nee, doch, Nachbildstark. Oh, der hilft uns auch bei dem Kampf. Der hilft uns derbe bei dem Kampf. Den werde ich auf jeden Fall mitnehmen, den ich erst stark dagegen und zwar dann, ja, Nachbildstark. Einstellung beendet, ja, weil das kann uns echt den Arsch retten, deswegen Nachbildstark werde ich, wenn ich dran denke. Da, so schau wie ich bin, kann ich das, werde ich das wahrscheinlich in den ersten 10 Sekunden vergessen, aber so, werde ich wahrscheinlich oft einsetzen, weil Nachbildstark kann echt helfen. Okay, dann Kampfstart. Ja, weil, ihr kennt Nachbildschlag, ne? Ein bisschen OP und wenn dann so OP-Gegner, dann, ja, trifft sich das doch ganz gut. So, schön. Aber vielleicht brauchen wir es auch gar nicht. Ich denke mal, wir werden Broly einfach mal so easy fertig machen, ne? Oh, ja. So viel zu easy fertig machen. Erstmal direkt auf die Fresse bekommen. So, geht auch. So, jetzt. Ja, nice. So, bist du... Nein, nein, nein. Oh, ich verdrück mich die ganze Zeit. Jungs. Mein Gott, ich vertipp mich die ganze Zeit. Vertippen. Vertippen ist auch irgendwie falsch. Ich verdrück mich die ganze Zeit eher so. Ich drück immer die falschen Tasten. Voll fail gerade irgendwie. Nein. Ah, scheiße. Los, nein. Ah. Ja, komm schon. Ah, Mann. Ey. Leck mich, Brody. Bam. So, geh doch. Jetzt in die Fresse hauen. Nein. Ach, am Arsch. Nein! Nein! Ah, oh, Alter, ich kann da grad... Lol, ja. Okay, ich merke schon, dass er sehr viel stärker wird. Oh, Jungs. Mein Gott. Alter, der haut dann direkt mal richtig... richtig rein. So. Ja, ich sag doch, der Nachbildstark, der wird mir noch mein Leben hier retten, ey. Der ist echt... Nachbildstark ist echt fies. Oh, lol. Ich dachte, warum konnte ich Nachbildstark nicht wieder aktivieren? Lol, jetzt, vor allem, ich muss das in einer bestimmten Zeit schaffen. Mann, jetzt lass mich ausweichen. Ja, okay, haut mich gegen die Wand. Okay, ich habe verloren. Ich sehe schon, komm, ich kann hier nichts mehr machen. So, jetzt, oh, komm, los. Nein, fuck, los. Ja, ich hab's geschafft, nice. Guck, hätte ich jetzt den einen Balken nehmen nicht mehr, hätte ich noch ein halbes Leben. Und daher wäre ich wahrscheinlich richtig in Panik gekommen oder so. Das war aber doch relativ knapp noch, das... Ja, ja, Broly ist schon mies. Der ist schon echt stark. Gut, Maximalität hat sich nochmal um 2 erhöht. Das ist jetzt aber nicht ganz so wichtig, weil wir mit Videl dann eh jetzt nicht mehr in diesem Mode spielen müssen. Was ich eigentlich mal machen müsste, ist nochmal alle Charaktere nochmal anpassen. Man kann ja dieses Ultimative anpassen, mal, damit das auch für den Online-Modus gespeichert ist. Ich habe ja jetzt mal diesen PlayStation-Freitag gemacht. Und ja, da hatte ich nämlich dann auch das Problem, ich denke mal, ich weiß nicht, ob jetzt die, gegen die ich gespielt habe, dann auch hier da Sachen ausgerüstet hatten oder nicht. Ich hatte es auf jeden Fall nicht und da kann man halt einen kleinen Nachteil haben. Wobei ich halt, wie gesagt, ich weiß, ob die auch einen überhaupt was hatten, aber trotzdem ist es vom Vorteil eigentlich was zu haben und mal gucken, vielleicht mache ich das, vielleicht auch nicht. Egal, so, wir kämpfen jetzt mit Raditz und zwar gegen ihn hier, wo ich schon wieder den Namen vergessen habe. Gut, Schwierigkeit normal, Mission besiege die Schurkenkrieger. Gut, einfach so. Mann, schon wieder nicht, ich kann schon wieder nicht reden, ey. Einfache Mission, so. Objekte.
Ja, Jan, du bist ein Genius. Einfach direkt mal die Einstellung beenden. So, Spezialobjekte. Da unbezwingbarer Geist und Kampfschlag können wir auch noch ausrüsten. So, da. Schön. So, Einstellung beendet. Ja. Gut, gut. So. Dann gehen wir zu den Superangriffen. So, hier ist ein Geschenk. Schießt eine Kiexplosion auf den Gegner. Okay, dann Stürm und mächtiger Schlag. Die Stürmer liegt von der Technik ab. Okay, gucken wir uns auch an. Saiyajin Geist erhöht die Stärke von ihnen wieder in Technik für Gegner. Okay. Und Nahrung müssen sterben. Schießt eine Gegner auf den Gegner. Okay. Die Attacken, ich glaube alle, außer ich bin ein Top-Krieger, kenne ich selber sogar, glaube ich schon, weil, ja, wegen PlayStation 1 habe ich auch mal Raditz gespielt und, ja, deswegen kenne ich die auch, so das wurde, glaube ich, immer abgeblockt. Deswegen gucken wir uns das auf jeden Fall mal an, weil ich weiß nicht, ob ich das jetzt gesehen habe oder nicht, und dann den ultimativen Angriff gucken wir uns auf jeden Fall an. Und ja, die Kreisattacke und, ja, die anderen Attacken, denke ich, werde ich halt auch machen, also hier ist ein Geschenk und Narren müssen sterben, nur, ja. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wieso ich es nicht gesagt habe. Weil ich es selbst schon gesehen habe wahrscheinlich, aber macht ja keinen Sinn. Ihr wollt es ja natürlich auch sehen. Falls ihr es nicht schon gesehen habt, mal. Ich meine, die meisten, die dieses Let's Play gucken, werden das Spiel wahrscheinlich selbst haben und deswegen wissen, wie es aussieht, aber trotzdem vielleicht nicht alle. Oder sie haben es halt schon in anderen Videos gesehen. So, zack. Direkt mal ein bisschen auf die Fresse geben. So, schön. Sonst stehen wir auf. Dann machen wir direkt mal. Oh. Ja, das war jetzt Fail. So, irgendwie ist das lustig, wie der tritt. Warte, so, und jetzt. Okay. Ja, gut, sah jetzt nicht so besonders aus. Aber irgendwie finde ich das jetzt cool, wie der da seine Beine da bewegt. Das sieht irgendwie voll lustig aus. So, machen wir nochmal das hier. Zack. Und das war's. Okay, dann machen wir im nächsten Kampf den, die anderen beiden, den ultimativen und den Energiestrahl. Also, S-Plus-Rang, gut. Dann andere Missionen wählen. Ja, natürlich. Wir brauchen kein S++, das wäre irgendwie unnötig. So, direkt mal 3 neue Missionen freigeschaltet. Wieso auch nicht? So, Bonus erhalten. Der Maximalwert für Limitpunkte... Ich rede teilweise auch zu schnell, dass ich mich deswegen verspreche. Egal. Der Maximalwert für Limitpunkte hat sich um 6 erhöht. So, gut. Gut, dann noch ein Bild erhalten mit Raditz. Kakarotz, Bruder, Raditz. Okay, hat irgendwie nicht gepasst. Egal. So, dann Pflanzenmänner. Die Pflanzenmänner im 120 Sekunden Zeitlimit. Okay. Und beginne kurz vor dem Tod und kämpfe bis zum Limit. Nein. Ich werde es machen, natürlich. Über wie sonst halt es zumindest probieren. So ein paar Mal und dann Offstream machen. Aber ich werde in diesem Part jetzt gegen Pflanzenmänner spielen. Und dann den nächsten Part machen. So, dann hier direkt mal Objekte nochmal schnell. Dann Spezialobjekte und Auseinandersetzungskraft M. Einstellung beendet, ja. Ja, schön. So, Kampfstart. Also, nicht wundern, warum da jetzt gerade so Geräusche kam, die habe ich selbst gemacht. Ich weiß nicht, wie sich das in der Aufnahme anhört. In der Aufnahme hört sich ja teilweise manche Sachen sehr komisch an. Auch wenn sie eigentlich halt in echt ganz anders anhören. Deswegen... Ne, ich habe einfach nur so aus Langeweile irgendwas gemacht. So, gut. So, komm, erstmal direkt auf die Fresse. So, zack, zack. Und dann machen wir das hier. Pjung. Okay. Und das müsst ihr euch jetzt einfach nur als Strahl länger denken. Dann wisst ihr, wie es aussah. Okay, nein, ich werde es nochmal zeigen. Ich will nicht so sein. Ne? So. So, jetzt seht ihr es. Pjung. Also so ein bisschen hat das Ähnlichkeit, würde ich sagen, mit Final Flash. So ein bisschen, finde ich. Ja, zumindest. Ja, gut. Aber irgendwie, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber ich finde gerade, es sieht irgendwie Vegeta viel ähnlicher. Ich weiß nicht, wieso es unbedingt, Son Gokus Bruder ist. Egal. Ja, das ist aber auch wirklich bei, ein paar Charakteren bei Dragon Ball, wo man dann nicht gedacht hätte, dass die irgendwie familiär irgendwie zusammengehören und alles, aber... Tja. Ey, jetzt, Pflanzenmann, nervst mich. So. Hier ist ein Geschenk. Bitteschön. Egal, ob du es nicht annehmen wolltest oder ob es dir gab und... Alter, der nervt mich gerade. Weil der die ganze Zeit sich einfach nur irgendwie um mich herum so bewegt. Wisst ihr, was ich meine? So, geht auch endlich mal eine Kombo drauf gekriegt, ey. Mein Gott, hat der genervt. Mein Gott, nee. So, ich würde mal sagen...
Wir machen jetzt mal wütende Susu, oder auch nicht. Wenn er unbedingt kämpfen will, dann passt das auch. So, zack. Oh, lol. Warum? Ich wollte dir auch in die Luft kicken. Bam, bam. Und zack. Cool. Genau, das wollte ich machen. Damit ich auch eine... Nein. Ach, Mann. Damit ich eine Stunde lang Kombo machen will, wollte ich sagen. Und dann so verkackt. Egal, dann machen wir jetzt mal kurz wütende Seele an. So, zack. Und guck mal, ob es noch irgendwie bessere Kombos gibt. Ja, der hat Nachbild an, I know. Nein, aua. Ey, diese Würfe von den Pflanzenmännern, die nerven voll. Ah, oh, diese Säure nervt auch. So, jetzt aber. Lol. WTF. Alter, jetzt. Der Pflanzenmann nervt mich gerade leicht. So, geht doch. Zack. Und jetzt klappt es aber. So, geht doch. Schön. Und nochmal. Zack. Nein, ey. Nein. Ach Mann, ich hasse es. Warum fail ich denn so? Und warum verfolgt er mich? Ich hasse ihn. Böses Pflanzenmann. So, hier auf die Fresse. Lol. Oh, cool, ich bin ausgewichen. Ich habe gar nicht gemerkt, dass er auf mich zugeflogen ist. Was eigentlich auch cool ist, das habe ich geschafft gegen den Kampf gegen... was heißt geschafft? Rausgefunden. Gegen den Kampf gegen Cell, dass man, wenn die Gegner so auf einen zusprinten, wie ich das halt immer mache, also dass man so einen Boost kriegt und dann erstmal so einen großen Bogen um die herumfliegt und dann die trifft, wenn das ein Gegner bei einem selber macht, kann man das abblocken, indem man einfach eine Attacke auflädt und dann, ja, kurz vor da es halt schlägt. Das finde ich cool. Das ist echt hilfreich. Das hat mir auch bei den Online-Kämpfen geholfen, als ich den PlayStation-Vortrag gemacht habe. Weil das ist echt, echt cool. Ja, einfach mal so als Tipp. Wenn ihr jetzt wisst, was ich, wie ich das genau meine. Wenn nicht, dann gucke ich mal, ob ich das irgendwie mal merke, daran denke, wenn ich das mal mache und dann sage, genau so muss ich das machen. Und dann könnt ihr einfach Video zurückspulen und dann seht ihr es nochmal, wenn ich nicht so drauf geachtet habe. Ja, gut. Ja, ich hoffe natürlich wie immer, dass der Part euch gefallen hat. Und ja, lasst eine Bewertung da. Und ich sag's wie immer, tschüss, bis zum nächsten Mal.